Ihr seid doch komplett unpolitisch. Euch interessiert doch überhaupt nicht, was in dieser Welt passiert. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Ricarda, ich bin 25 Jahre alt und damit Teil einer Generation, die mit solchen Sprüchen aufgewachsen ist. Am 14. Dezember 2018 stand ich gemeinsam mit 300 Menschen in Berlin vor dem Bundestag. Es war die erste Demonstration von Fridays for Future in Deutschland und es lag die Hoffnung in der Luft, dass damit vielleicht was Großes beginnt. 10 Monate später, am 20. September 2019, stand ich wieder in Berlin und dieses Mal mit 100.000 Menschen, die klargemacht haben, dass unsere Generation nicht zuschaut, wie unsere Zukunft in Kohlekraftwerken verheizt wird. Und in diesem Moment waren mir zwei Dinge glasklar. Und zwar erstens, Klimaschutz ist kein Trend, Klimaschutz ist die Existenzfrage unserer Zeit. Und zweitens, ich werde mir nie wieder sagen lassen, dass meine Generation unpolitisch sei. Doch gegenüber von dieser politisierten Gesellschaft steht eine Bundesregierung, die so getrieben ist von den Ängsten vor ihrer eigenen Gegenwart, dass sie überhaupt nicht mehr in Lage ist, Politik für die Zukunft zu machen. Die Lücke zwischen dem wissenschaftlich Notwendigen, aber auch dem gesellschaftlich Möglichen und der politischen Realität geht immer weiter auseinander. In dieser Situation haben wir als Grüne eine zentrale Rolle. Es liegt an uns, das Vertrauen einer ganzen Generation in die Gestaltungsfähigkeit von Politik zu erhalten. Denn Politik ist in Anbetracht der Klimakrise nicht handlungsunfähig. Diese Bundesregierung ist es. Und ich will, dass wir klar machen, wenn im Pazifischen Ozean ganze Inseln versinken und wenn hier ganze Ernten wegen Hitze ausfallen, dann brauche ich keine unsichtbare Hand des Marktes, dann brauche ich endlich sichtbare Auswirkungen von einer Politik, die Verantwortung übernimmt für meine Zukunft und auch noch für die von meinen Kindern. Und mit dieser Politik setzen wir auch all den Konservativen und Neoliberalen was entgegen, die gerade versuchen, Demokratie und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen. Denn dieses Spiel ist brandgefährlich. Am Ende riskiert man beides. Wir müssen klar machen, die Klimakrise werden wir nur auf demokratischem Wege bezwingen. Doch dass wir sie bezwingen, das ist die Voraussetzung dafür, dass zukünftige Generationen in Demokratie und Freiheit leben können. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Die Mobilisierung der letzten Monate war nicht nur ein klimapolitischer, sondern auch ein feministischer Erfolg. Global stehen Frauen an der Spitze in der Bewegung gegen Klimakrise und Rechtsruck und für Emanzipation und Freiheit. Und ich möchte, dass wir Grüne neben ihnen stehen. Und dafür müssen wir immer wieder klar machen, für uns ist Feminismus kein Nice-to-have, sondern Grundlage unserer Politik. Und wir müssen zeigen, dass wir als wachsende Partei unsere feministischen Grundsätze wie Frauenquote und Doppelspitze nicht auf der Strecke lassen, sondern dass wir das Wachstum nutzen, um mit noch mehr Stärke für Gleichberechtigung zu schreiten, nach innen und nach außen. Ich möchte als frauenpolitische Sprecherin die Frauenförderung stärken. Ich möchte interessante Diskussionsangebote für Kreisverbände schaffen, gerade im ländlichen Raum. Denn bei uns ist Feminismus nicht nur was für Großstädte. Und ich möchte den Anspruch des Grundsatzprogramms, dass sich Feminismus überall durchzieht, mit Leben füllen. Dabei sind mir zwei Dinge besonders wichtig. Erstens, Feminismus ist nicht nur Frauensache, denn Geschlechterrollen, die Frauen die Macht beanspruchen zu zicken und Männer die Emotionen zeigen zu Weicheiern machen, die schränken uns alle ein. Und ein Staat, der Frauen den Zugang zu reproduktiver Gesundheit verwehrt, der sie nicht vor Gewalt im Netz schützt und in dessen Parlamenten sie unterrepräsentiert sind, der macht die Hälfte der Bevölkerung zu Bürgerinnen zweiter Klasse. Das ist ein riesiges Problem für unsere Demokratie. Bei Feminismus geht es um nicht weniger als die Frage, wer wir als Gesellschaft sein wollen. Ich finde, bei dieser Frage muss sich jede und jeder positionieren. Und deshalb sage ich heute schon mal ganz explizit, liebe Freunde, kämpft mit uns für eine Gesellschaft, in der wir alle frei und selbstbestimmt leben können. Und bei unserem Feminismus geht es auch nicht nur um Aufsichtsräte, es geht um Gerechtigkeit und Menschenrechte.
Audre Lorde hat einmal gesagt, I am not free until every woman is free. Und auch ich finde, nur wenn es unserem Feminismus gelingt, wenn es uns gelingt, auch für die Rechte der alleinerziehenden Pflegekraft, die sich ihre Miete nicht leisten kann, der Geflüchteten, die auf dem Mittelmeer alleine gelassen wird, der Transfrau, die wegen ihrer Identität pathologisiert wird und der mutigen Frauen im Iran, die sich gegen islamistische Unterdrückung zur Wehr setzen. Nur wenn es uns gelingt, auch für ihre Rechte zu kämpfen, können wir das universelle Versprechen von Freiheit und Gleichheit für alle Menschen endlich Wirklichkeit werden lassen. Ich möchte, dass wir in den nächsten Jahren über feministische Sicherheitspolitik sprechen. Denn Sicherheit ist ja vor allem seit 2015 so ein geflügelter Begriff, darf auf keinem konservativen Wahlplakat fehlen. Aber irgendwie ist die Sicherheit von Frauen immer nur dann von Bedeutung, wenn es in ein rassistisches Narrativ reinpasst. Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin zu töten. Jeden einzelnen Tag. An jedem dritten Tag gelingt es ihm. Ich finde, in Anbetracht von diesen Zahlen ist jedes einzelne Frauenhaus, das aufgrund von mangelnder Finanzierung schließen muss, ein sicherheitspolitischer Skandal. Schutz vor Gewalt ist unser Recht und dieses Recht muss auch im Netz gelten. Ich war in den letzten Jahren immer wieder Beschimpfungen, Anfeindungen, Mord und Vergewaltigungsdrohungen ausgesetzt. Und ich habe in denselben Jahren immer wieder gehört, naja, das ist halt Teil des Jobs, daran muss man sich gewöhnen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich daran nicht gewöhnen. Ich möchte mir auch kein dickeres Fell zulegen. Ich möchte Mensch bleiben. Und Menschlichkeit, das heißt für mich auch, dass Menschenverachtung niemals Normalität werden darf. Doch ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es immer einfach ist, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Ich hatte in den letzten 2 Jahren oft Angst. Ich hatte Momente, in denen ich mich schwach gefühlt habe und ich hatte Momente, in denen ich am liebsten alles hingeschmissen hätte. Doch ich weiß, dass genau das das ist, was die Rechten wollen. Es ist ihr Ziel, selbstbewusste Frauen aus der öffentlichen Debatte herauszudrängen. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir alle laut werden und dass wir zusammenstehen. Niemand darf mit dem Hass, niemand darf mit der Angst alleine gelassen werden. Denn in dem Moment, wo wir die Angst siegen lassen, gewinnen auch diejenigen, die Angst und Terror zu ihrem politischen Prinzip gemacht haben. Und deshalb habe ich heute und hier eine ganz klare Nachricht an all die Rechtsextremen und all die Feinde der Demokratie da draußen, die versuchen, mich und andere Menschen, die nicht in ihr rassistisches, ihr nationalistisches, ihr frauenverachtendes Weltbild passen, mundtot zu machen. Meine Resignation bekommt ihr niemals, aber dafür unter aller Widerstand. Dass ich hier heute stehen und das so klar sagen kann, das habe ich euch zu verdanken. Denn in den Momenten, wo ich an mir gezweifelt habe, da war es die Unterstützung, die Solidarität und die Leidenschaft dieser Partei, die mir Kraft gegeben hat, die mich ermächtigt hat. Und ich möchte, dass noch viel mehr Menschen diese Erfahrung der Selbstermächtigung machen. Und gerade die Menschen, die heute noch denken, dass Politik nichts mit ihrem Alltag zu tun hat. Denn wenn ich im Wahlkampf immer wieder auf Menschen treffe, die mir sagen, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von Politik, ich verstehe gar nichts von Politik, und mir dann genau erklären, was sie bewegt, was sie stört, was sie verändern wollen, dann liegt das nicht daran, dass diese Menschen zu dumm sind für Politik. Sondern liegt es daran, dass wir noch nicht gut genug darin sind, ihnen zu zeigen. Politik ist nicht nur das, was in Fraktionszellen, Vorstandszimmern stattfindet. Politik ist das, was passiert, wenn sich Menschen nicht mit dem Status quo zufrieden geben und sich zusammentun, um etwas zu verändern.
Und deshalb habe ich zum Ende noch eine Bitte an euch, an jeden und jeden von euch hier im Saal und auch die vielleicht im Livestream zuschauen. Lasst euch niemals von irgendjemand sagen, dass eure Stimme nichts wert ist. Lasst euch von niemandem erzählen, dass ihr zu jung oder zu alt seid, als dass eure Meinung noch oder nicht mehr von Bedeutung wäre. Und vor allem bitte lasst euch niemals einreden, dass ihr zu dick oder nicht hübsch genug seid, um öffentlich für eure Ziele zu streiten. Unser Aussehen entscheidet nicht über unseren Wert. Wir alle sind so viel mehr als die Summe unserer Körperteile. Wir sind Klimaschützerinnen, Demokratinnen, Antifaschistinnen, Feministinnen und Kämpferinnen. Und gemeinsam können wir diese Welt verändern. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank, Ricarda.